Als der Zweite Weltkrieg 1944 in der entscheidenden Phase ist, mobilisiert die deutsche Luftwaffe ihre letzten Kräfte. Störche, Hilfe! Ich bin unter Feuer! Was denkst du? Er wird schon wieder. Er überwindet es. Er hat gerade mit angesehen, wie sein bester Freund gestorben ist. Ihm geht's nicht gut. Auch der englische Offizier Earl Kirk hat in der Schlacht gute Kameraden verloren. Noch Fragen? Nein, Sir. Nun soll er mit seiner B-24-Bomberstaffel Benzinlager in der Nähe von Bremen angreifen, um den Nachschub für deutsche Panzer zu unterbinden. Das Ziel ist Bremen. Benzintanks, Ölreserven und Fabriken sind unbeschadet. Bei unserem letzten Angriff wurde nicht so viel zerstört, wie wir hofften. Deshalb gehen wir nochmal rein. Doch die Mission ist ein Himmelfahrtskommando. Und als seine Maschine mehrere Treffer erhält, muss Earl harte Entscheidungen treffen. Was zur Hölle war das? Bericht! Sauerstoffverlust im Heckbereich! Roberts, was ist da hinten los? Ein britischer Kriegsthriller des südafrikanischen Regisseurs Christopher Lee dos Santos aus dem Jahre 2013. Mit Nicolas Vanderbilt und David James in den Hauptrollen. Wings of Honor.